Intelligenz nachhaltig und sozial gerecht regulieren. Hier Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. Wir verabschieden alle, die gehen wollen, gerne, wenn sie zügig den Saal verlassen mögen, damit wir fortfahren können. Und ich eröffne die Aussprache. Und das Wort erhält Dr. Petra Sitte für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, können Sie sich vorstellen, ein Medikament einzunehmen, das nicht mal auf Wirksamkeit geprüft, ja nicht einmal zugelassen wurde? Aber bei künstlicher Intelligenz sollen Risiken und Nebenwirkungen über weite Anwendungsbereiche ungeprüft bleiben. Das jedenfalls ergibt sich aus dem aktuellen Verhandlungsstand zur KI-Verordnung auf EU-Ebene. Daher muss sich die Bundesregierung dort konsequent für Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen der KI, für Zulassungskontrollen und für Transparenz bei der Herkunft von Trainingsdaten der KI einsetzen. Und große kommerzielle Anbieter betreiben die KI-Entwicklung komplett hinter verschlossenen Türen. Das ist für uns völlig inakzeptabel. Politik muss dafür sorgen, dass eine Technologie, die für alle bedeutsam ist, aber in nur wenigen Händen liegt, vor der Anwendung von einer Aufsichtsbehörde kontrolliert und Vertrauenswürdigkeit belegt wird. Lassen Sie sich also nicht von den Lobbyisten der großen Technologiekonzerne erpressen. Wir können in Europa, und darauf lege ich besonderen Wert, ebenso einen Open-Source-Ansatz, also einen jeden zur Verfügung stehenden Programmiercode, stärken. Der Entwicklungsprozess einer für alle wichtige Technologie muss demokratisiert werden, erst recht, wenn sie der Staat einsetzt. 100 KI-Anwendungen nutzt der Bund. Er tut das weitestgehend ohne Risikoabwägung. Und ich halte das für fahrlässig. Und nun könnten die geplanten EU-Regelungen zur Gesichtserkennung und zur Kategorisierung von Menschen Eingriffe in den Grundrechtsbereich ermöglichen. Dabei haben Sie in Ihrem Koalitionsvertrag etwas ganz anderes zu biometrischen Erkennungen geschrieben. Und insbesondere haben Sie dort sowohl Echtzeit als auch nachträglich eingeschlossen. Und darauf muss man sich verlassen können. Meine Damen und Herren, KI baut auf Daten von gestern, aber wie die Welt von morgen aussehen soll, das gestalten wir gemeinsam und demokratisch auf der Basis politischer Entscheidungen, beispielsweise auch in diesem Haus. Und das Wort erhält Armand Zorn für die SPD-Fraktion. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zum Höhepunkt des Tages. Abschluss des heutigen Tages und damit verbunden die Diskussion über die KI-Verordnung. Ich bin der Fraktion Die Linke sehr dankbar über diesen Antrag, denn er gibt uns eine weitere Gelegenheit, über die KI-Verordnung zu sprechen. Denn die KI-Revolution ist voll im Gange, ob in der Arbeitswelt, ob in der industriellen Produktion, ob im Bildungswesen, ob im Gesundheitssektor. Wir stellen fest, dass KI auf eine rasante Art und Weise unsere Gesellschaft verändert. Und das ist richtig, dass wir uns auch um fast 23 Uhr heute Abend über das Thema KI unterhalten. Und ich bin dankbar für den Antrag, aber frage mich, liebe Linksfraktion, liebe Fraktion Die Linke, wo Sie eigentlich in den letzten Monaten waren. Es gibt ja ein paar gute Punkte in dem Antrag, beispielsweise das Thema Kennzeichnungspflicht, beispielsweise das Thema Transparenzregister für KI-Systeme. Schön, dass Sie das heute hier vorlegen. Wir als SPD-Bundestagsfraktion haben bereits im Januar 2023 ein Positionspapier verabschiedet, wo wir genau das fordern. Und wir sind gerade auch mit der Bundesregierung gerade dabei. Wir sind auch gerade mit der Bundesregierung dabei, dafür zu sorgen, dass das gesetzliche Realität in Deutschland wird. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der KI-Verordnung geht es ja nicht nur darum, das Vertrauen in diese Technologie zu stärken. Ja, das ist richtig, das brauchen wir auch, um dafür zu sorgen, dass wir mehr KI-Anwendungen zum Wohle von Mensch und Natur und Gesellschaft in Deutschland und in Europa einsetzen können. Es geht auch darum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und in Europa zu stärken.
Und in einem Punkt will ich dann doch deutlich widersprechen, nämlich den Vorschlag, den Sie bringen, das Thema General Purpose AI, Mehrzweck-KI, automatisch als Hochrisiko-KI einzustufen. Das halten wir überhaupt für keine gute Idee. Denn was wir wollen nicht die Technologie beschränken, wir wollen nicht die Technologie regulieren, sondern es geht hauptsächlich darum, die Anwendung der Technologie zu regulieren. Und das ist ein Ansatz, was wir bereits jetzt schon in der KI-Verordnung sehen, und wir sollten auch dabei bleiben. Übrigens ist es auch gar nicht notwendig, diesen Weg zu gehen, also einen Weg zu gehen, wo wir absolut dafür sorgen, dass Mehrzweck-KI automatisch als Hochrisiko eingestuft wird. Auch im Rahmen der jetzigen KI-Verordnung gibt es Möglichkeiten und Mittel dafür zu sorgen, dass wir damit gut umgehen. Die Möglichkeit der Reallabore, nämlich die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass wir im geschützten Feld in Zusammenarbeit mit den Behörden KI weiterentwickeln können und dafür sorgen können, dass wir alle möglichen Eventualitäten untersuchen und, wenn es soweit ist, dann auf den Markt einbringen. Das ist ein Weg, wofür wir stehen. Und abschließend will ich noch sagen, dass wir eine technologieneutrale Regulierung brauchen, weil es uns nicht gelungen wird, heute eine Regulierung auf den Weg zu bringen, die für alle möglichen Eventualitäten der Zukunft sorgt. Deswegen ist unser Ansatz kein Verbot. Nein, wir brauchen klare Regeln, wenn es um Umgang mit KI geht, ja. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir den Standort, den Wirtschaftsstandort in Deutschland und in Europa noch stärken können. In Sachen Forschung und Entwicklung sind wir weltführend. In Sachen technologische Entwicklung an Universitäten sind wir weltführend. Wir sollten dafür sorgen, dass diese Innovationen, die dort entstehen, auch zum Wohle der Gesellschaft genutzt werden. Und dafür stehen wir als Ampelkoalition. Danke schön, Frau Präsidentin. Jetzt erhält das Wort Thomas Jatzombeck für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit einem Zitat aus der heutigen Presse beginnen. Die Ängste vor Veränderungen, vor Neuem und vor Unbekanntem haben die Europäer schließlich schon oft dazu verleitet, zentrale Entwicklungen nur zu beobachten, anstatt sie zu gestalten. Das hat der Gründer des KI-Startups Merantix, Dr. Rasmus Rothe, der auch Sachverständiger hier im Bundestag war, heute bei Pioneer geschrieben, und ich glaube, das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. Und der ein oder andere von Ihnen hat möglicherweise in der letzten Woche Markus Lanz gesehen, wo Professor Jürgen Schmidhuber, der wahrscheinlich renommierteste deutsche KI-Forscher, der leider dann in die Schweiz gegangen ist, sehr ausführlich erklärt hat, wo die Probleme am Standort Deutschland und am Standort Europa liegen. Daneben saß die Forschungsministerin Stark-Watzinger wie eine Schülerin und hat mit offenem Munde staunend zugehört, was dort gesagt worden ist, und erklärte dann, ja, wir müssen hier mehr machen, ich will mehr tun. Letzte Woche. Diese Woche bekommen wir einen Haushaltsplanentwurf, wo sie bei den KI-Mitteln im Forschungshaushalt fast 25% gekürzt haben. Wie geht das zusammen? Wie geht das zusammen, meine Damen und Herren? Und ich glaube, es wäre für uns deutlich sinnvoller, wenn wir heute darüber reden, wie schaffen wir europäische Champions in künstlicher Intelligenz? Wie können wir denn eigentlich auch hier im Bundestag und in der Regierung künstliche Intelligenz einsetzen? Wie können wir Menschenleben retten durch KI in besserer Diagnose bei der medizinischen Anwendung? Aber wir reden ja heute über Regulierung, und deshalb möchte ich Ihnen vielleicht mal unseren generellen Obersatz nennen. Der lautet, wir sollten nicht Weltmeister bei der Regulierung werden. Wenn wir in Europa immer nur versuchen, die Nummer eins bei Regulierung zu werden, nicht aber bei Innovation und bei Finanzierung und Wagniskapital, dann haben wir ein Problem. Und diese gesamte KI-Verordnung hätte nach unserem Dafürhalten besser begonnen, man hätte sich sektorspezifisch überlegt, zum Beispiel bei Verkehr oder im Rechtsbereich, wie müssen wir bestehende Regulierung erweitern. Dass man mit dem horizontalen Ansatz gestartet ist, war das erwartbare Ergebnis dann oder führte zu dem erwartbaren Ergebnis, dass jetzt unglaublich viele Regelungen entwickelt worden sind. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir da ein Stück weit wieder von runterkommen. Und deshalb ist mal, wenn ich drei Punkte benennen möchte, die uns hier wichtig sind, dann ist der erste Punkt, dass wir wieder stärker von diesem horizontalen Ansatz auf einen sektoralen Ansatz kommen, um auch anschlussfähig zu werden zu den USA, zu Großbritannien,
soll heißen generelle Obersätze, aber dann eben doch die konkreten Regelungen lieber in den spezifischen Gesetzgebungen. Der zweite Punkt, der mindestens genauso wichtig ist, ist die Frage der Aufsichtsstruktur. Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung ja eine europäische Regelung erlassen, die als Verordnung ja überall gleich gelten soll. Interessanterweise sehen wir aber, dass die gleiche DSGVO in Irland offensichtlich andere Dinge erlaubt als in Deutschland. Und wir erleben ja auch, dass in Bayern andere Dinge möglich sind als in Niedersachsen. Und wir sollten uns das mal als Modell nehmen, und zwar nicht als positives, sondern als warnendes Modell und sagen, wir brauchen hier eine Aufsicht und auch eine Durchsetzung, die europaweit mit den gleichen Standards arbeitet. Wir dürfen nicht der Europameister sein im strengsten Umsetzen von Vorgaben. So, meine Damen und Herren, und der dritte Punkt sind die, und da bin ich dem Kollegen Zorn ganz dankbar für das, was er hier vorhin gesagt hat, hört, hört, wir dürfen jetzt nicht anfangen, die generativen Modelle kaputt zu regulieren. Die Gefahr ist groß, das ist erst in diesem Jahr dazugekommen. Das ist eine sehr wichtige Technologie, im Augenblick die bedeutendste. Und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht kaputt machen. Das, was zum Beispiel die Linken hier heute vorschlagen, dass wir das alles als Hochrisikoanwendung klassifizieren. Bitte, bitte, lasst das alles nicht Wirklichkeit werden. Und ich will einen weiteren Punkt ergänzen. Ich persönlich finde es auch extrem gut, dass man auch rote Linien zieht beim Thema der biometrischen Erkennung. Das ist richtig, was da im EP beschlossen wurde. Ich finde im Übrigen auch, dass wir vielleicht, wenn wir über Regulierung nachdenken, noch mal gucken müssen, wie man globale Standards bekommt, um diesem Thema von AGI oder Superintelligenz am Ende Mechanismen entgegenzusetzen. Das ist aber was anderes als die kleinteilige Regulierung, mit der wir es hier zu tun haben. Uns ist es wichtig, dass die Bundesregierung aber auch in Brüssel einen Aufschlag macht. Wir haben am Ende gesehen, dass gar nicht genau klar war, wer eigentlich zuständig war. Mit den Gesprächen, die da vom Verkehrsminister Wissing geführt wurden, auf der anderen Seite die Zuständigkeit bei Energieminister Habeck und immer noch mit Widerspruch aus dem Ressort für den Verbraucherschutz. Meine Damen und Herren, Deutschland muss auch mit einer klaren Stimme in Brüssel bei diesen Themen erkennbar sein. Und das ist das, was wir uns wünschen, dass die Bundesregierung jetzt hier eine aktive Rolle einnimmt und anhand der Prinzipien, wo ich ja sehe, dass es ja hier auch einen überparteilichen Konsens gibt, an diesen Prinzipien jetzt auch wirklich Punkte in Brüssel macht und dafür sorgt, dass wir der Weltmeister in KI-Startups werden, aber eben nicht in Regulierung. Vielen Dank. Das Wort erhält Tobias Bacherle für die Grünen. Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht eine Anmerkung zum Kollegen von der Union. Also bei der Regulierung ist es ein bisschen wie mit der KI. Es geht nicht um die Quantität und mehr, sondern führend und auch Weltmeister, wie Sie gesagt haben, wird, wer die Beste macht, wer sie dann auch am besten umsetzt. Und deswegen fände ich es eigentlich schon ganz nett, wenn wir auch in Ihrem Sinne europäisch das harmonisieren, gemeinsam angehen und mit einem Ansatz, der dann am Ende auch weltweit führend ist. Und dann werden wir gemeinsam sehr, sehr gerne Weltmeister. Und ich glaube, das können wir zusammen machen, weil die Chancen von KI, die sind natürlich groß. Das haben wir jetzt, glaube ich, eine sehr lange Weile gerade in Ihrer Rede auch gehört. Aber man muss natürlich auch abwägen und einen gewissen Rahmen dafür bieten. Das macht der AI Act. Ich glaube, die Bundesregierung ist da auch sehr, sehr klar gewesen, dass es vor allem um Nachvollziehbarkeit und Transparenz geht, dass man erkennen muss, wann zum Beispiel bei generativer KI kommuniziere ich eigentlich mit einem Chatbot und so weiter. Diese Leitlinien, die sind wichtig. Die zieht natürlich auch der AI Act ein, um eben einen verantwortungsvollen Rahmen zu bieten. Und da sollten wir uns auch nicht irritieren lassen von mancher, ich würde sagen, Nebelkerze, die irgendwie aus der Wirtschaft teilweise geworfen wird, die jetzt laut nach Regulierung ruft, aber dabei versucht, irgendwie schöne Science-Fiction-Bilder zu malen, um dann abzulenken von dem, was eigentlich jetzt schon passiert. Weil ich glaube, die Idee, davon auszugehen, irgendwann einmal kommt KI in unser Leben, die ist falsch, sie ist da und darauf müssen wir eben auch jetzt reagieren.
Also, große Chancen, zum Beispiel auch für die Nachhaltigkeit. Einen Punkt möchte ich aber noch hervorstellen, das haben Sie gerade angesprochen, und das trennt uns auch ein kleines bisschen, wenn auch nur ein ganz kleines bisschen vom Antrag der Linken. Ja, wir haben gesagt, und das gilt auch immer noch, wir möchten gerne biometrische Scans europarechtlich ausschließen. Wir sind aber jetzt an einem Punkt, wo im Trilogverfahren das nicht mehr auf dem Tisch liegt. Das ist nicht gut. Aber ich bin mir sicher und ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung jetzt dafür sorgen wird, dass immerhin die beste Option, die auf dem Tisch liegt, also die des Europäischen Parlaments, die echtzeitbiometrische Scans komplett ausschließt und die bei retrograden, also nachträglichen Einsätzen, hohe Hürden setzt und vor allem endlich eine Definition liefert, was nachträglich sein kann, nämlich dass es einen Richtervorbehalt braucht, dass das wirklich the last barrier ist. Da darf kein Schritt mehr dahinter fallen. Und dafür soll sich die Bundesregierung und wird sich die Bundesregierung jetzt auch einsetzen. Vielen Dank. Das Wort erhält Barbara Lenk für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Wir diskutieren heute einen Antrag der Linken zur Debatte um die EU-Gesetzgebung zur generativen künstlichen Intelligenz. Wie üblich jagen die Antragsteller der Linken dem Phantom einer angeblichen Diskriminierung durch Algorithmen nach. Wie üblich sehen Sie das Heil zur Rettung der Situation in einer uferlosen Regulierung der KI, die geeignet ist, jeden schöpferischen Impuls, gerade bei Start-ups sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, im Keim zu ersticken. Damit ist Ihr Antrag nicht zustimmungsfähig, denn er verhindert eine zukunftsorientierte Ausrichtung der Politik Deutschlands mit dem Ziel einer digitalen Souveränität. Als Beispiele generativer KI nennen Sie ChatGPT, DALL-E und Midjourney. Diese Generatoren für Bilder und Texte von US-amerikanischen Unternehmen bestimmen die Wahrnehmung großer KI-Modelle für den Endanwender. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sollten nicht vergessen, es gibt auch generative KI made in Germany. Etwa die quelloffene Software Stable Diffusion oder den Chatbot Lumines von Aleph Alpha. Die Forderungen im vorliegenden Antrag der Linksfraktion bergen die Gefahr, die kreative Dynamik der deutschen KI-Landschaft in Forschung und Wirtschaft abzuwürgen. Es ist unsinnig, Lösungen generativer KI per se als hochrisikant einzustufen und sie damit unter ein Joch an Prüfungen und Verpflichtungen zu zwingen. Eine KI, das ist ein neutrales Werkzeug. Ihr Potenzial des Nutzens oder auch des Schadens entfaltet sich durch die Absichten ihres Anwenders. Eine drohnengetragene Kamera kann beispielsweise spektakuläre Bilder beim Klettern am Felsen aufnehmen und ins Netz stellen. Aber so eine Kamera kann auch die Bürger in einer Stadt verfolgen und deren Verhalten als sozial unerwünscht brandmarken. Kurzum, den vorliegenden Antrag der Linksfraktion können wir nur ablehnen. Das eigentliche Risiko, das Deutschland in Sachen KI droht, das ist doch die wachsende wirtschaftliche Kluft zwischen den USA und zu China. Damit sich dieser digitale Graben nicht zu einem KI-Canyon vertieft, muss Deutschland endlich in KI-passende Datenzentren investieren. Das sollte nun auch dem Herrn Bundesfinanzminister doch mal einleuchten. Noch ist die Tür der digitalen Souveränität bei KI offen. Der Antrag der Linken jedoch, der führt in ein unwegsames Labyrinth ohne Wiederkehr. Diesem Weg folgen wir nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und so kurz vor Schluss wünsche ich allen Kollegen einen schönen Feierabend. Und jetzt erhält das Wort Maximilian Funke-Kaiser für die FDP-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, reden wir Klartext. Der Antrag der Linken ist der Inbegriff der Bedenkenträgerei und der Technologiefeindlichkeit, denn er ignoriert, dass wir inmitten einer industriellen Revolution uns befinden. Künstliche Intelligenz
verändert nachhaltig unsere Wirtschaft, unser Leben, unsere Arbeit. Und die Frage ist nicht, ob das geschieht, sondern ob wir an der Seitenlinie stehen und zuschauen oder ob wir das mitgestalten. Ich kann Ihnen sagen, die Ampelkoalition und die FDP, wir werden nicht ängstlich an der Seitenlinie stehen, sondern wir werden diese Technologie aktiv mitgestalten. Wir wollen die Chancen dieser Technologie nutzen. Und dafür brauchen wir natürlich klugen politischen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und natürlich müssen wir reale Gefahren dieser Technologie ernst nehmen und regulieren. Fake News, Hassbotschaften, Deepfakes, Missbrauch von KI-gestützter Biometrie. Zum klugen Umgang mit künstlicher Intelligenz gehört aber natürlich auch, dass wir die KI-Entwicklung in Deutschland nicht abwürgen. Und ich möchte an der Stelle mal vorneweg sagen, der Beginn sollte an dieser Stelle mal sein, dass wir aufhören, uns selber einmal so schlecht zu reden. Wir sind gar nicht so schlecht. Wir haben rund 170 KI-Startups hier in diesem Land, besser als viele annehmen, besser als beispielsweise die Union annimmt. Sie sollten sich mal anschauen, was hier in Deutschland eigentlich abgeht. Wir haben Aleph Alpha, wir haben Agile Robot aus München, wir haben DeepL aus Köln, mal ein paar wenige genannt, da werden Jobs geschaffen, da wird Wohlstand geschaffen. Schauen Sie da mal gerne hin, anstatt dass Sie hier solche Parolen von sich geben. Und diese Chancen, die stecken nicht nur in Start-ups, sondern die stecken natürlich auch bei den Unternehmen, die diese Technologie einbinden können. Und gerade in einer Zeit des wirtschaftlichen Abschwungs ist es unsere politische Pflicht, dass wir diese Technologie in Deutschland und Europa nicht tot regulieren, sondern ihr einen notwendigen Rahmen dafür geben. Und dessen ist sich die Ampel natürlich bewusst. Und liebe Linke, das erreichen wir nicht, wenn wir KI-Basismodelle oder KI-Modelle tot regulieren, indem dass wir sie in den Hochrisikobereich reinstecken. Das wurde schon gesagt, das ist absolut irrwitzig. Es ist genauso absolut kontraproduktiv, wenn wir KI-Forschungseinrichtungen stärker einschränken und dass Bundesbehörden parallel zur KI-Verordnung jetzt noch selber eigene und damit bürokratische Risikoklassenmodelle erarbeiten sollen, das ist wirklich fernab jeglicher Realität. Folgen wir diesen Vorschlägen, dann wird die Entwicklung und Anwendung dieser KI-Modelle vollständig nach China und in die USA abwandern. Und das wollen wir nicht und das werden wir auch so nicht zulassen. Und jetzt sage ich Ihnen, was wir machen. Auch als Ampelkoalition. Wir sorgen dafür, dass wir eine KI-Verordnung bekommen, die das richtige Maß zwischen notwendiger Regulierung und Innovationsfreiraum findet. Wir schaffen eine KI-Forschungslandschaft, die Ausgründungen in Deutschland willkommen heißt. Und unsere Forschungsministerin, lieber Herr Kollege Jatzombek, die treibt aktuell die KI-Forschung massiv voran. Eine KI und was wir aufbrechen, das hätten Sie übrigens in Ihrer das hätten Sie damals in Ihrer Zeit auch mal machen können, haben Sie nicht gemacht. Hören Sie auf, hier immer so steile Thesen von sich zu geben. Wir brauchen eine KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, mit der wir eigene Sprachmodelle hier entwickeln, weil das ist das, worum es hier gerade aktuell geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist an der Zeit, dass wir hier mit der KI-Landschaft vorankommen und sie stärken. Wir haben hier hervorragende Forschungsinstitutionen, innovative Unternehmen und die Fortschrittskoalition, die will hier auch mit kluger Regulierung und macht das auch mit kluger Regulierung dafür sorgen, dass wir diese Talente nutzen und unsere Position auf globaler KI-Ebene ausbauen. Herzlichen Dank. Anna Kasautzki gibt zu Protokoll und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19/74 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Ist nicht der Fall. Dann sind wir am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Liebe Kolleginnen und Kollegen,